Wir haben uns gefragt, wie lange dauert es denn, bis Apple diese Goldman Sachs-Geschichte um die Ohren fliegt? Jetzt. ja, und zwar aus ganz anderer Ecke plötzlich, oder? Also ich meine, das ist ja sehr gut gelaufen bis jetzt mit der Apple Card. Und jetzt ist wirklich großer Trubel ausgebrochen in den USA. Wie heißt der Herr, der es losgetreten hat? David Heinemann Hansen. Ja, der komplizierte Doppelname. Den ich mir nicht merken kann. Auf jeden Fall, der hat ja irgendwie ein ganzes Tweet-Feuerwerk abgeschossen, was darauf hinauslief, dass halt er einen massiv höheren Kreditrahmen vorgeschlagen, eingeräumt bekommen hat als seine Frau. Und obwohl halt beide irgendwie, was hat er gesagt, irgendwie gemeinsam Haus, gemeinsam, alles ist gemeinsam irgendwie veranlagt und ihm war halt nicht, oder den beiden war nicht ersichtlich, woher diese massive Differenz gekommen ist. Und er hat auch offensichtlich ja versucht, das auch mit Goldman Sachs zumindest so supportseitig zu klären und ist da halt auf, ja, wie soll man sagen, Granit gestoßen und nicht weitergekommen und kam halt irgendwie immer nur der Verweis, ja, das ist halt hier der Algorithmus, hier macht das halt. Und da ist halt die große Blackbox, aus der kommt halt am Schluss was heraus, was deine Kreditwürdigkeit, ich meine, wir haben das auch mit der Schufa, da stopfst du irgendwas rein und dann kommt irgendein Wert raus und dann bist du halt kreditwürdig oder bist du halt nicht kreditwürdig und in den USA wird das wahrscheinlich noch deutlich, deutlich wirrer ablaufen, vermute ich, weiß nicht genau. Ja, also soweit ich das gehört habe, ist das in den USA maximal konfus, weil es gibt auch nicht nur die eine Schufa, sondern es gibt fünf verschiedene Firmen, die halt irgendwelche Daten sammeln über dein finanzielles Leben und das mag halt stimmen oder auch nicht. Das mag auch Inputs haben, die du überhaupt nicht kennst, also in Deutschland von der Schufa habe ich öfters mal die Geschichte gehört, dass halt deine Postleitzahl so einen übermäßig großen Einfluss hat auf deinen Wert und wenn halt deine Nachbarn Idioten sind, dann, weißt du, dann hast du halt keinen Kredit. Ja, das ist halt das Problem an dieser Art von Kreditwürdigkeitserrechnung, dass da halt Zeug einfließt, die am Schluss halt vielleicht erschreckenderweise in vielen Fällen vielleicht hinhaut unterm Strich, aber halt definitiv halt Elemente hat, die schnell in der diskriminierenden Ecke landen, weil du halt einfach Sachen dann voraussetzt oder Sachen halt verallgemeinerst oder runterbrichst und sagst, ja, okay, wahrscheinlich ist halt nicht so kreditwürdig. Ich meine, was weiß ich, was in dem Algorithmus von Goldman Sachs spezifisch drinsteckt oder anderen Banken in den USA, ich weiß nicht, ob das ein spezifisches Problem ist, aber es ist natürlich schön, weil die Apple Card ist natürlich ein Aushängeschild und da ist jetzt die entsprechende Aufmerksamkeit dafür da, die hat einen definitiven extrem großen Hype und vermutlich auch einen extrem großen Ansturm bekommen in den USA. Also das wird, ich weiß nicht, hat nicht Goldman Sachs auch selbst gesagt, hier größter unser, also ich meine, Goldman Sachs ist ja jetzt nicht so ein riesen Endkundengeschäft, aber die haben es ja schon irgendwie so als ihr erfolgreichster, also als erfolgreichster Kreditkartenstart bezeichnet. Das und hat Tim Cook auch gesagt. Ja, und es ist, glaube ich, auch nicht so schwer vorzustellen, dass eine Karte mit dem Hype drumherum und halt dadurch, dass du es halt einfach den Leuten auf dem iPhone gleich vors Gesicht setzen kannst und du bestellst halt in 2 Sekunden, hast halt die Kreditkarte geordert und fertig. Also mich wundert es nicht, dass da wahrscheinlich zig Millionen Leute drauf einfach angesprungen sind, warum auch nicht. Aber ist natürlich, der Tweet hat natürlich die erste Diskussion ausgelöst und so die ersten Stellungnahmen und dann die erste Stellungnahme war sehr knapp von Goldman Sachs, die zweite war dann etwas länger und dann kommen wir jetzt natürlich auch in eine juristische Ecke, weil diese Form von Diskriminierung wäre ja auch verboten eigentlich, also auf keinen Fall, Goldman Sachs nie spielt Geschlecht eine Rolle bei uns bei der Bezifferung irgendwie der Kreditwürdigkeit und so weiter, weil die wissen natürlich auch, dass sie sich da auf ziemlich dünnem Eis bewegen. Und jetzt springt natürlich auch die Politik drauf an. Ich meine, wir haben Wahlkampf mehr oder weniger in den USA, da ist es natürlich ein schönes Thema. Und da wird natürlich jetzt auch ordentlich draufgeknüppelt. Und das Interessante ist jetzt halt, werden wir sehen in den nächsten Wochen, ob sich das jetzt einfach so im Sand verläuft und halt am Schluss an die Seite fällt, weil halt wieder Trump irgendeinen komischen Tweet schreibt, oder ob das sich halt hält und da wirklich noch ein bisschen mehr bei herauskommt. Ich meine, Apple hat es wahrscheinlich clevererweise sich dazu bis jetzt einfach überhaupt nicht geäußert. Weil Apple sagt, das macht die Bank. Ja, ja. Ne? Also, aber das Ding heißt halt nicht umsonst Apple Card. Auf der Rückseite, oder steht hinten drauf, wo man sagt. Ja, ja. Also, ja, ja. Das
War nicht, aber auch nicht unclever. War aber auch irgendwie, wenn du in das Geschäft rein willst, dann musst du halt auch, weißt du, den Kreditrahmen festlegen. Das haben ja auch manche Leute gesagt, so sie würden gerne ihren Mac Pro damit kaufen, aber das ist, die Karte gibt ihnen halt nur $10,000 Kredit und erhöhen geht nicht. Und dann hast du halt das nicht deinen Rabatt auf deinen hier goldene Apple Cash Punkte. Aber das ist, es ist extrem lustig, das muss man zu streichen, irgendwie, dass in dieser Aspekt um die Ohren fliegt. Also man hätte alles andere erwartet, also wirklich alles andere. Irgendwie komische, keine Ablehnung oder irgendwelche, weißt du, Drama-Geschichten, dass irgendwie Leute überziehen und dann muss Apple irgendwelche Leute da Schlägertruppen losschicken und irgendwie Geld eintreiben und so weiter. Aber Diskriminierungsgeschichte hatte niemand so wirklich. Ja, aber den Schlägertrupp, den hat ja auch Goldman Sachs. Ja, also ja gut, aber also ich hätte echt erwartet, dass du vielleicht so irgendeine Geschichte da irgendwie, dass da als erstes rauskullert. Alles andere war ja auch super positiv. Also der ganze Launch von der Apple Card war ja eigentlich ziemlich positiv. Oder ist das echt gut gelaufen bis jetzt? Für eine Kreditkarte? Ja, ja. Also, ich meine, da musst du ja mal sehen, da spielen ja ganz andere Faktoren irgendwie rein. Das ist ja, Kreditkarte ist ja nur so semi-positiv eigentlich immer. Weil dann irgendwie Überziehungskredite und dann irgendwie Kostenfalle und, weißt du, Familien zerbrechen und so weiter. Da werden voll gepumpt mit Kreditkarten und dann zahlst du die da, Pump kannst du nicht leisten, Drama. Aber Diskriminierungsgeschichte hatte niemand auf dem Zettel. Ja, manche sagen dann auch, nö, ist andersrum. Der Mann hat weniger Kredit bekommen als die Frau, obwohl sie auch hier gemeinsamen Haushalt und so weiter haben. Wer weiß es denn? Das weiß Goldman Sachs ganz genau, welche Inputs gehen in den Algorithmus rein, aber der ist ja geheim. Ja. Und ich meine, man muss uns nicht in die US-Geschichten reinstecken, aber es wäre natürlich positiv, wenn aus dieser Blackbox-Bewertungsgeschichte halt, wenn die irgendwie ein bisschen aufgeknackt werden würde und das ein bisschen transparenter wäre, was dort ans Kriterien einfließt. Oder vielleicht hast du ja auch einen Einfluss drauf oder kannst irgendwas anzweifeln oder kannst du zumindest hast du das Recht auf Nachfrage oder so. Aber das ist eine US-Geschichte da. Du kannst ja auch hier aus der Schufa deine Daten rauslassen und da steht dann drin, du hast irgendwie einen Handyvertrag und du hast dein Auto nicht abgezahlt und bla und dies und das und jenes. Da stehen so die verschiedenen Werte drin, aber die führen dann zu, das wird in diesen Algorithmus reingeschmissen, aber der Wert, der dann rauskommt, der hat keinen Bezug zu den Inputs. Ja, das sagen sie dir nicht, wie der Score zustande kommt, weil das ist ja unser Geheimnis. Vor allem ist es ja auch ein bisschen albern, weil nur weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Leasing auf zwei Autos laufen habe, heißt es ja erstmal nichts, weil das könnte natürlich bedeuten, dass ich damit einfach kein Geld mehr zum Leben habe oder ich verdiene einfach Millionen von Euro und das ist völlig egal. Also, und das wissen sie ja nicht, weil ich sage, Disclaimer, ich verdiene nicht Millionen von Euro. Aber du wohnst doch nicht im Osten von München, weißt du, wo die Küchen künstlich abgegeben werden. Das ist korrekt, ja, natürlich. Und von daher ist halt schwierig, weil das, also ich, klar, die Schufa wird sich schon irgendwas ausgedacht haben, wie sie da irgendwie Mathematik Spaß macht, aber komisch. Ich habe gerade gelesen, so von wegen Firmenleasing und so weiter, der Leasinggeber, der möchte ja auch für ein Auto jetzt, der möchte ja auch nicht, dass das Auto, das er da wegliest, dass das dann nicht zurückkommt oder nicht gezahlt wird oder sowas. Und die Maßstäbe, die verschiedene Autohändler anlegen, die scheinen sich extrem zu unterscheiden. So, was geht als Geschäftskunde durch und was nicht? Bei manchen Händlern möchten sie einen gewissen Jahresumsatz sehen. Manche möchten sehen, dass die Firma schon so und so viele Jahre alt ist und du kannst halt nicht eine Firma gründen, um damit ein Auto zu stehlen und solche Sachen. Okay, oder bei Hyundai haben sie einen Gewerbeschein, der bringen sie mal mit. Ah, passt. Ja, also sehr unterschiedlich, wie scharf da dran gegangen wird, jetzt zu überprüfen, ob der Leasinggeber das Auto am Schluss zurückbekommt oder nicht. Ja. Und hier Privatkredit in Deutschland ist halt auch, und die Zinsen unterscheiden sich ja bei der Apple Card scheinbar auch, je nachdem, in welchen Slot du reinfällst. Dann hast du halt so einen lustigen Zinssatz wie 12% auf deine Schulden oder halt 25. Läuft. Ja. Und am Anfang haben sie noch gesagt, das ist ja super, sehr viel weniger als die 36 bei bla. Ist es? Ja, also mal sehen, was dabei rumkommt. Die Elizabeth Warren, die hat ja so einiges von diesen Tech-Firmen auf dem Radar. Wenn die da weiterkommt in dem Wahlkampf, wird das noch ganz spannend. Die hat auch Facebook auf dem Kicker, aber ich glaube, die kommt wahrscheinlich nicht sehr viel weiter. Ja, schauen wir mal.
Also auf jeden Fall könnte es halt jetzt im Kontext des Wahlkampfs, könnte das durchaus, also die war ja nicht die Einzige, die sich da zu geäußert hat, da könnte ja durchaus der ein oder andere noch drauf anspringen. Weiß halt nicht, wie nachhaltig das jetzt anläuft. Und ob das halt wirklich was ist, was wo irgendjemand halt Kraft reinstecken will, das halt weiter zu verfolgen und da drauf zu hauen, bis vielleicht irgendwas am Schluss rausfällt. Währenddessen passiert in Deutschland was in Richtung Apple Pay. Vielleicht, ja. Ich glaube, das ist heute durchgegangen, habe ich gelesen. Ja, die Frage ist halt, welche Konsequenzen es dann am Schluss wirklich hat. Aber es sieht so aus, als würde das jetzt erstmal durchgewunken. Also es gibt da, ja, das muss glaube ich, auch noch durch den Bundesrat. Also es ist noch nicht ganz durch, aber der Ansatz ist halt da, das zu sagen, dass also irgendwie neue, was ist das, eine Zahlungsrichtlinie, kann man das so nennen? Weiß nicht. Es steht irgendwie in der Überschrift Geldwäsche drin, aber es hat nur teilweise mit Geldwäsche zu tun. Ja, also das deckt irgendwie so offensichtlich einen ziemlich weiten Bereich ab und da muss ich auch passen, was da alles mit drin steht. Aber ein Element davon ist halt, dass die Zahlungsdienstleister, so wie jetzt Apple als Anbieter von einem iPhone mit NFC und selbst auch als Apple Pay Zahlungsdienstbereitsteller, dass diese Anbieter theoretisch andere Anbieter auf ihre Schnittstelle lassen müssten. Sprich, also iPhone NFC theoretisch geöffnet werden müsste für andere Bezahldienste. Zum Beispiel natürlich, ja. Google Pay oder was auch immer sich die Sparkasse nächste Woche ausdenkt. Was sehr lustig wäre, weil das vielleicht dazu führt, dass Apple Pay in Deutschland mal wieder abgeschaltet wird. Ja, das klingt danach. Ein Jahr Spaß und dann. Ja, das wäre ein mögliches sehr trauriges Ergebnis dieser Geschichte. Werden wir sehen, also weiß nicht genau. Das stand doch auch in dem Artikel, das kann doch irgendwie nicht sein, dass die Banken einfach zu Zahlungsdienstleistern degradiert werden und ihre Services nicht irgendwie anbieten können. Also das, müssen wir irgendwie mit Vorsicht drauf schauen. Ich meine, also bevor Apple irgendwie für die Sparkasse ihre NFC-Zahlung öffnet, ich glaube, da passiert noch einiges vorher. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Das heißt ja nicht, wenn es um Geld geht, Apple Pay. Ja, das ist korrekt. Sehen Sie? Ja. Kein Jurist. Sehr lustiges Tippbild vielleicht noch, weil wir gerade über Apple Pay und du gerade über Google Pay gesprochen hast, was mir aufgefallen, was mich tierisch nervt, ist mir aufgefallen, bei Google Pay habe ich meine Kreditkarte drin von N26 und bezahle mit der. Und man kann so ein Alias vergeben für diese Kreditkarte. Und dann kann man ihren Namen geben. Und wie würde ich jetzt wohl meine N26-Kreditkarte nennen wollen in Google Pay? N26, danke, nein, hier nicht. Geht nicht, weil der Alias darf keine Buchstaben, keine Zahlen haben. Da steht da, die Karte heißt es also N26 ausgeschrieben. Und es ist so albern, weil jedes Mal, wenn ich gezahlt habe, kommt so ein Push. Hey, Bezahlung mit N26. Ja, sehr lustig. Lustig in Anführungszeichen. Tja. Ach ja. Okay, ich habe mit dem iPhone 11 habe ich jetzt ein bisschen NFC Apple Pay gezahlt und ich habe das Gefühl, dass das jetzt auch schneller reagiert durch Background Scanning, dass du, wenn du den Doppelklick an der Seite deaktiviert hast, was du machen solltest, weil sonst wirst du wahnsinnig, also sonst werde ich wahnsinnig, dass du also das Gerät an ein Terminal, was von dir Geld sehen möchte, dass du das hinhältst, reinguckst, doppelklickst, hinhältst und dann ist das bezahlt und das geht jetzt in einer Sekunde. Und mit dem iPhone 10 hat es halt so 5 Sekunden und 2 Versuche gebraucht. Okay. Ja, ich mache es immer andersrum, weil ich gehöre zu den Leuten, die diesen Doppelklick nicht deaktiviert haben, sondern ich autorisiere erst und halte dann das iPhone ans Terminal. Auch aus der Erfahrung, dass ich immer wieder über Terminals gestolpert, also immer wieder ist übertrieben, aber ich kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen, aber ein paar Mal an Terminals gestoßen bin, die nicht die Zahlung akzeptieren wollten, wenn das Terminal die NFC-Aktivierung des iPhones praktisch vorgenommen hat. Da bin ich, das war wahrscheinlich, glaube ich, immer, das war immer bei irgendeiner Tankstelle, aber ich bin halt mehrfach reingerannt, es war immer nervend, weil da musstest du halt nochmal von vorne anfangen und Zahlungen abgelehnt und Hickhack und beim ersten Mal habe ich mich erschreckt, weil ich kein Geld dabei, kein Portemonnaie dabei, keine Karten dabei, sondern halt nur mit meinem Telefon da in der Tankstelle rumstand, das wäre halt nervend gewesen, dann nochmal so ein Riesenprozedere zu machen, um da Geld zu der Tankstelle zu bringen. Also deshalb scheue ich mich davor und führe immer erst die Autorisierung durch und mach dann meine
Zahlung. Aber deshalb ist es mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass es schneller in irgendeiner Form wäre. Sondern bei mir ist es eigentlich, ist jetzt einfach, ist es genauso wie vorher beim Zehner. Mhm. Was ist Tankstelle? Ja, ist sehr komisches Konzept. Ich habe ein Paket abgegeben. Ja, das geht zum Beispiel auch. Sehr witziges Konzept. Ich war mit der DHL-Jacke in der Tankstelle, um ein Hermes-Paket abzugeben. Ganz große Verwirrung. Hm. Und dann guckt er mich an. Deutsche Handelslogistik. Ich so, gut erkannt. Hausverbot. FFP, der ein Hausverbot ausgesprochen. Bei FFP, die kennen nichts an der Tankstelle. Und das war eine Schelle, sag ich zu ihm, Bruder, wir haben dieselben Farben an. Ja, ja, ist schon okay, aber weißt du, blau-weißes Trikot heißt auch nicht überall ist 60er. Okay. Gut, Fußball, da steige ich aus, hast du gesagt. Ja, ich bin okay, dann jetzt nicht mehr hinterhergekommen. Oder hast du gesagt, Handball, da bin ich nicht für. Aber sehr lustig. Sehr gut. Ich durfte das Paket dann abgeben. Das ist aber nett von ihm. Ja. Das ist erstaunlich. Okay.